In eine tierisch bunte Welt hat der Haustierpark jetzt Kinder der Volksschule Liebach entführt. Beim Rätsellösen lernen die Kids, was ihre Lieblinge brauchen. Sehr vieles, zum Beispiel Haus, ein Futter, was zum Trinken und noch viel Zeit. Ja. Liebevoll muss man sein. Man muss nett zu ihnen sein, man muss sich gut über sie kümmern. Man muss wissen, wie man sich um sie kümmert. Also man sollte nicht Menschen essen für die Tiere geben, weil davon können sie krank werden. Es ist eine Art Führerscheinkurs für die Tierhaltung, die ein Tiroler Team ertüftelt hat. Dann haben wir uns einmal in unsere Kreativwerkstatt begeben, haben überlegt, wie können wir es machen, sodass es für die Kinder spannend ist, sodass sie selber entdecken können, selber lernen können. Haben dann in unserer Werkstatt ein bisschen umeinander experimentiert und am Ende ist dieser Haustierpark herausgekommen. Der steirische Zoofachhandel hat das Projekt heuer erstmals in die Steiermark geholt. Die Kinder haben ja auf der einen Seite auch diese Empathie, diese Freundschaft, die sie mit Haustieren sehr schnell entwickeln. Und je mehr man darüber weiß, desto sinnvoller und desto zielgerichteter kann man auch damit umgehen. Es ist äußerst wichtig, dass es so Projekte wie dieses heutige gibt, weil wir einfach immer noch die Erfahrung machen in der Tierschutzombudsstelle, dass Tiere halt als Accessoire gesehen werden und nicht als die Lebewesen, die sie tatsächlich sind. Viele der Kinder hier waren oder sind bereits für ein Haustier da. Ich hatte früher eins. Es war ein Urzeitkrebs, den konnte man züchten. Ich hatte einen Hund. Ich habe 4 Katzen und einen Hund. Ich hatte einen Hund und habe jetzt 2 Vögel. Ich habe zum Beispiel die Sissi, die kratzte oft, weil sie mag sie nicht gern kuscheln. Wir haben 4 Katzen. Und wer ist dein Schatz davon? Alle.